Rejoined your channel. Ey, für alle, die es noch nicht gemacht haben, klickt gerne aufs Herz, das ist kostenloser Support. Danke, 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 gerade an jeden einzelnen Follow. Ja, Freunde, das meine ich. Das reicht schon. Aufs Herz klicken, wenn euch das Ganze gefällt. Damit zeigt ihr mir, weißt du was, wie du bist ein geiler Typ, Leute. Gerne überall, auch gerne auf Instagram, an jeden Bruder. An jeden Bruder auch gerne auf Instagram. An jeden Ehrenbruder, der gerade aufs Herz klickt. Wow, kennst du mich noch? Hallo Bandi. Ja, kennst du mich noch? Was ist das denn? Connected. Channel switched. User left your channel. Hallo. Hallo, wo bist du? Ja, wo bist du, ist die Frage. User Hallo? Left your channel. Digga. User joined your channel. Hallo? 1, 2, 3, ich höre nichts. Hörst du mich jetzt? Hallo? Connected. Channel switched. Hörst du mich? Mikrofon ACTI wartet. QLF 804 left your... Isaac Frost left your channel and switched to C-Sparse. On the server. User in your channel timed out. Hallo! Hallo! Hi, Bandi! Ja, endlich! Dabei! Ja, dabei! Ich hab dich vor knapp 4 Stunden angerufen, natürlich hörst du mich nicht! Ja, ich telefoniere gerade per... Ja, vor 4 Stunden habe ich dich angerufen, weil ich dich brauchte! Ja, keine Ahnung, dann war es vor 2 Stunden, Arschloch. Ja, jetzt ist egal. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil du mein Ansprechpartner da warst. Ja, und wenn das nächste Mal im Knast geht, bei wem meldest du dich da, Idiot? Ja, mein Gott, ey. Ja, ich bin gerade mit Sosa. Bist du gerade mit Paris? Ja, wo seid ihr? Ja, Paris, wir haben gleich eine Familie drin. Die wird heute adoptiert. Paris! Ja, wo seid ihr? Aus deinen Esslingen, komm raus! Komm raus aus deinem... Warte mal, hier ist gerade Manuelsen! Ja, was ist los? Wer hat gesagt, ich soll rauskommen? Hey, wer hat gesagt, ich soll rauskommen? Hey! Hey, warst du das? Was? Du hast gesagt, komm raus! Nein! Okay. Was soll ich dir raus sagen? Es regnet, hä? Schnell von Regen weg. Ui. Paris! Ja? Ganz kurz, du wirst von der Familie adoptiert. Was meinst du? Ja, das habe ich gerade von, von Kreuzi erfahren. Oh, okay. Ja, ich habe gedacht, du bist zur Polizei. Die Polizei will mich ja anscheinend nicht, ja? Ist aber kein Wunschkonzert. Warte, wie geht's dir, Kusch, mein Schatz? Was machst du hier? Nix, ich hab grad nur hier mein Auto ganz kurz geparkt. Gehört dir der Laden, Kusch? Ich bin Italiener.
Sehr schöner Laden, sehr schön, gefällt mir. Ja gut, Charlie, komm mit. Ja, Paris, komm mit. Einer soll mal die Tür aufmachen. Da kommt jetzt einer. Komm. Was geht denn hier? Komm raus aus deinen Esslingen. Warte mal, wer seid ihr? Stopp, ja? Hey, ich gehöre zu Kusch. Haut rein. Ja, Kusch. Ich besuche hier, komm mal. Hallo. Oh, auf einmal hier Party. Warum so viele Leute hier? Ey, Jaffa. Komm, Cousin, komm. Was auf Show, pass auf die Show. Ey, ich bitte mal kurz den Weg frei zu machen, damit die Leute erstmal rausgehen können. Komm. Oh, Sosa, ey. Macht mal Platz, Leute. Danke schön. Komm mal hier raus vom Kochen. Was geht ab? Bande, komm mal hin. Ich brauch einen, der sich um Bachermann Scheid kümmert. Komm, Charlie. Einer muss sich um Bachermann Scheid kümmern. Wer hat den Maler bestellt? Oh, hier, wunderschön. Harris! Setz dich! Was geht ab, alles klar? Wie geht's dir, Alter? Hey, Fernando! Hör mal kurz Charlie hier. Charlie! Was ist das, Finanzmann? Kusch! Wer? Der Charlie! Charlie ist Amerikaner. Okay. Charlie, bist du Charlie? Ich bin Charlie. Ich hatte viele Vorstellungen, aber nicht von so einem gut aussehenden Mann erstmal. Grüß dich, Charlie. Danke dir, mein Lieber. Danke dir, vielen Dank. Ja, Charlie. Was ist dein Name? Mein Name, wie du willst, DJ Bundy, Deputy Chief of Police, unter das motherfucking Gesetz. Das klingt gut. Ja, freut mich, dich kennenzulernen. Also, wie nenne ich dich jetzt? Bundy? Wie du Bock hast. Mach Bundy, das passt zwischen uns. Das passt. Okay. Charlie, da war noch was, Charlie. Kannst du mal kurz kommen, Charlie? Ey, Charlie, Abi, ganz kurz, Bruder, sorry. Ja, nee, wir sind schon Charlie, Bruder. Wir sind doch gleich, Alter. Tut mir leid, Bundy. Ich wollte echt nicht bei deinem Gespräch stehen. Ja, glaube ich irgendwie schon, ey. Tut mir leid, Bruder. Tut mir echt leid. Ja, mein Bruder. Was ist deine Glücksnummer, Charlie? 1075. Ist das wieso? Der echte 1075. Oder ich wollte dir das noch geben. Das ist so als kleines Dankeschön. Da kann alles Mögliche rauskommen. Oh, du Wichser. Du Wichser, hast mich gefickt. Ich hab mich erschrocken, du Wichser. Was ist denn das, Alter? Stellt euch mal wieder vor. Oh, ist das ein scheiß Virus oder so? Mein Kopf ist das, Alter. Du hast mich gefickt. Okay, Leute, haut rein, ich bin weg. Du hast mir noch mal ein gutes Abschiedsgeschenk mitgegeben. Dann mach mal einer bitte. Amsterdam, mach mal bitte den Herrn die Tür auf. Ciao, bitte. Begleitet die mal bitte raus. Haut rein. Charlie. Ja, Bruder, sorry. Guck mal, hier dieser Bundy, ne? Ja. Der scheint ein guter Mann zu sein, aber der hat mich heute schon mitgenommen und mir schon so. War das eine Ansage, Bundy? Oh, was heißt Ansage? Ich hab dir einfach nur erklärt, wenn irgendwo der Schuh drückt, dann bin ich dafür da, um den Schuh zu lockern, ne? Kannst du ein bisschen lauter reden? Selbstverständlich. Das war keine Ansage, Kusch. Ich hab dem Kusch einfach nur gesagt, wenn irgendwo der Schuh drückt, ne? Dann bin ich dafür da, um das Ganze zu lockern. Darf ich dich mal immer fragen, was deine Aufgabe ist? Ja, sagen wir mal so, ich entscheide, wann die Ampel auf Rot springt und ich entscheide auch, wann sie wieder grün wird. Ich bin das Gesetz. Also, alles was... Noch einer, bin ich das Gesetz? Ja, Jungs. Aber darf ich dir sagen, warum die Jungs alle lachen? Du natürlich. Bist der fünfte Gefühl, der sechste, der sagt, ich bin das Gesetz hier, weil jeder stellt sich das Gesetz vor. Mein Bester, der, was mich unter den anderen entscheidet. Was mich unter den anderen entscheidet, Jungs. Hey, was mich unterscheidet. Jungs, wenn entspannt euch mal alle, bitte lass sie mal aussprechen. Wenn ich dir sage, dass hier in 5 Minuten vor deiner Haustür ein Panzer ist, dann ist in 5 Minuten da ein Panzer. Wenn ich in 5 Minuten mit einem Polizeiwagen hier bin, bin ich nicht mit irgendeinem scheiß Polizeiwagen da, sondern da ist oben ein MG-Schütz. Wenn ich in 5 Minuten hier mit einem Batman-Mobil sein soll, dann sag mir das. Ich hab Gewicht, mein Name hat Gewicht und ich bin das Gesetz. Das haben die anderen auch gesagt. Ja, was braucht ihr? Was soll ich euch vor die Haustür stellen? Das muss ich ehrlich sagen. Was braucht ihr?
Mit einem Raketenwerfer kommen, wenn du das sitzt. Oh, mit einem Raketenwerfer. Salamu alaikum. Ein Mann bist du mit einem Raketenwerfer. Salamu alaikum. Mein Name ist das Gesetz. Okay, Jungs, hey, alle mal wieder einen Gang kurz rückschalten. Schade, klär das bitte, Bruder. Wir haben Spaß im Rücken mit deiner hohen Hausnummer. Bruder, alles liegt doch sportlich. Wir gehen wirklich mit deiner hohen Hausnummer. Natürlich, ich mach doch auch nur Spaß, Männer. Aber achso, das war gerade der Trapp, oder was? Nein, die kann auch schießen. Brauchst du eine Vorführung, oder was? Nein. Alles gut, nicht hier im Café. Alles sehr gut. Also, mein Lieber, schieß los. Wie können wir dir weiterhelfen? Oh, grundsätzlich. Hast du eine Gefährdenansprache für uns? Oder haben wir irgendwas falsch gemacht? Nein. Ich wollte dir einfach nur sagen, wenn ich dir irgendwo helfen kann, wenn irgendwo was klemmt, wenn du vielleicht mal jemanden brauchst, der was, ja, verschwinden lassen soll, jemand verschwinden lassen soll, eine Razzia oder mal zufällig irgendwo ein Auge zudrückt, dann bin ich für dich da. Und, du weißt aber schon, dass du hier gerade nicht in irgendeinem gewöhnlichen Café bist, ne? Ja, nee, also ich habe ja auch noch nichts zum Trinken bekommen, also das war mir schon klar. Ey, könnt ihr mal bitte was zum Trinken anbieten? Was ist das für eine Frechheit? Rocky, mach du das mal bitte. Das ist eine Frechheit hier. Ja, ja. Was trinken und essen, Bruder, für die Gäste. Warte kurz. Aber, Bruder. Ja. Ja, die Sabrina gibt dir die Sachen, Bruder. Sag dir mal, wie ist denn deine Rechnungsnummer? Das ist die 1273. Aber Charlie, Bruder, warum yeah. Schlägt dir die 31er vor, ja? Wie bitte? Nein, der schlägt die 31er vor, Bruder. Ein auf, ja, wenn du willst, dass ich irgendwo Razzia mache, mal Razzia. Nein. Nein, du verstehst das nämlich falsch und das ist das Problem. Entspannt euch, Jungs. Ich hab das schon richtig verstanden. Ich will nicht. Ich hab das schon richtig verstanden. Er bietet uns was Korrektes an hier. Hilfe! Er will einfach nur korrekt sein. Ich bin wie bei Fahrrädern. Bei Charlie, nicht mal der Tod ist kostenlos. Was soll das denn kosten? Was das war, kostet? Das ist dann, glaube ich, so die Sache, die man einfach mal mit ihm ein bisschen in einer kleineren Runde redet, damit er sich ein bisschen wohler fühlt mit uns. Wie war nochmal dein Name? Charlie. Charlie, genau deswegen. Ja, Jungs, deswegen bist du auch der Chef. Du hast, glaube ich, auch den Verstand hier in der Gruppe. Jungs, nimm's mir nicht übel. Aber... Fernando, wenn was... Wir klären unser Anliegen einfach mal in eine enge, kleinere Runde. Genau. Ich würde sagen, Charlie, lass uns besser lieber runtergehen, Bruder. Ja? Besser. Komm mit. Komm, wir gehen da runter. Freut uns, Leute. Lass von links gehen. Komm, Bandi, wir gehen von links. Na gut. Das piept manchmal, ist kein Problem. Jo! Am Flughafen habe ich immer Verkehrskontrollen, ne? Die meinen ja, immer, ich habe irgendwie hier, ich habe ja einen großen Schwanz und die denken immer hier große Waffen und so, aber das, ja. Und was du hier unten siehst? Ja. Bleib im Dorf. Mein Bester, ich habe Sachen gesehen, die hast du noch nicht hier gesehen in dem Staat. Ja, du sagst mir, du bist über 100 Jahre alt, hast zwei Leben gelebt. Ja, dreimal bin ich gelebt. Ja, dann glaube ich dir sogar. Was ist los, so ein Mann? So, ich glaube, jetzt reden wir in einer kleineren Runde. Ja, sehr angenehm, eine Runde. Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn es wirklich so ist, wie du jetzt hier vorgibst zu sein oder wer du hier vorgibst zu sein, dann sehen wir endlich mal ein bisschen Licht in diesem Tunnel, weil es haben sich schon einige hier vorgestellt, aber man kann die Leute halt nicht so ernst nehmen. Ja, deswegen sage ich auch... sorry, dass ich unterbreche, aber das ist vorweg. Ich bin nicht hier, weil ich sag, irgendwie, ich möchte irgendwo dazuzuhören. Ich hab mich und meine Frieda. Falls du Frieda nicht kennst, kann ich dir Frieda auch gerne kurz vorstellen. Frieda? Ja. Ich kenne Frieda Gold. Nee, nicht die. Eine ganz süße. Kennst du nicht? Warte, Mann, das tut mir leid, das ist unhöflich von mir. Frieda! Guckst du dir an, so eine Feine. Das ist... Das ist Frieda, eine das ganz Feine. Frieda, mach Sitz. Was denn? Ja, ist ein Rottweiler. Ganz feiner. Ich dachte Pitbull. Ja, beides, ist eine Mischung. Wurde vom Chihuahua gefickt und ein Dackel, das ist entstanden. Ist eine besondere, könnt ihr mir glauben.
Jetzt macht's aber auch Sinn, die Mischung, jetzt sehe ich auch. Jetzt ja, ja, das, auf jeden Fall. Ja, ich will nicht irgendwo rumquatschen, sondern wenn irgendwo es brennt, dann will ich's auch löschen. Das heißt auch für dich, was ich erwarte, ist nicht unglaublich viel Geld. Das habe ich eh. Sondern, okay. Das heißt, du hast schon einige Abmachungen getroffen hier in dieser Stadt, kann das jo, sein? Jo, der eine oder andere kennt mich. Okay. Okay, egal, jetzt kennst du eine weitere Adresse, ist doch besser. Genau so ist es. Ich sage immer, Netzwerk ist Macht. Das ja, sage ich immer. Ja, definitiv. Ich kenne jemanden, den du kennst, aber vielleicht kenne ich jemanden, den du nicht kennst. Oder? War das richtig? Ganz genau. Genauso ist es auch andersrum. Genau, deswegen, also Charlie, es war mir eine absolute Ehre. Erstmal Kusch, vielen, vielen Dank, dass du mir den Mann vorgestellt hast, ne? Du warst draußen wie, ein Falschgeld am Stehen. Ich dachte mir, warum stehst du draußen, wenn du reinkommen kannst? Ja, ich selber war ja noch nie hier, also das ist mal schön zu sehen. Jetzt weißt du. Du bist auch immer herzlich eingeladen. Beim nächsten Mal würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dich nicht in so einer auffälligen Kleidung hierher begibst, weil wir sind hier, haben wir ein paar Leute, die reagieren auch ein bisschen allergisch. So, weil wir haben die letzte Zeit kleine Diskrepanzen gab mit den Behörden und des Öfteren wurden wir auch mal hochgenommen. Ja, und deswegen ja, reagieren die einige ein bisschen allergisch, musst du ja, verstehen. Kann ich verstehen, Charlie. Wir haben auch schon einige Hafteinheiten hinter sich hier. Ja, aber selbst wenn es da ist, ich kann da aus einer Hafteinheit kann ich einen Urlaub in Bodrum machen, wenn es so sein muss, ne? Das musst du mir sagen. Ach echt? Natürlich, ich war doch selber drüben, okay, hier in Istanbul und weiß nicht wo. Das war schon eine geile Zeit. Aber, was soll ich dir sagen? Das ist meine Kleidung, das da bin ich. Da kennst du dich ja wohl aus. Da kennst du dich ja wohl aus. Aber sei so gut, entweder machen wir das so, wenn du hierher kommst, natürlich als Gast, aber ja, wenn es so eine Art von Gesprächen sind, versuchen wir es dann vielleicht woanders hinzufällig. So, ja? das können wir auch machen, weil, Jungs, ihr seht ja, das ist Cordon-Sport Massenmord. Das ist, nicht einfach irgendwo her, sondern das soll auch so ein bisschen, das ist meine Aura, ne? Das bin ich. Wir respektieren das auch. Bist du in Berlin aufgewachsen? Ja, ich war oft am Kotti und weiß nicht wo, aber ich würde mal sagen, ich bin überall aufgewachsen. Ja, so ein Hauptding hatte ich nicht. Baby, die meisten von uns kommen aus SMW5. Ah ja, okay. Grüße nach Berlin. Okay, okay. Ja gut, nee, finde ich gut. Jetzt muss ich jetzt noch so dreist sein. Thema. Ich wollte nur mal kurz das Thema, das Hauptthema mal kurz hier ansprechen. Ja. Wenn es wirklich so, wenn man wirklich mit dir darüber sprechen kann und ja, du bist wirklich offen für so eine Geschichte. Ja. Wie sieht's da aus, wenn wir da so ein paar Aufträge für dich hätten? Ja, kann man sich da auch einigen? Also sind es auch realistische Summen, die man zahlt oder wie läuft das bei dir ab? Also das sind, glaub mir, 100% realistische Summen. Und ich bin nicht einer, der irgendwie der die Taschen leer machen will. Ich bin einfach nur, es ist so ein großer Kuchen. Aber ich will nur ein Stück. Nicht den ganzen Kuchen, nicht die Hälfte. Ich will nur ein Stück. Verstehst du? Okay, pass auf. Pass auf, ich hab eine Idee. Wir machen das so. Ja. Yeah. Wir werden auf dich zukommen, wenn eine Sache anstehen wird, von unserer Seite aus. Ja, yeah, ja. Wir werden yeah, auf dich zukommen. Ja. Yeah. Du machst dir schon mal Gedanken, wie hoch der Punktesatz sein soll, wie hoch deine Prozente sein sollen bei dem Auftrag. Also das, was wir erbeuten dadurch. Ja, 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 ja. Und dann kommen wir auf dich zu und dann sprechen wir nochmal, würde ich sagen. Dann machen wir das genau so, Charlie Longer. Jawohl. Jawohl, dann halt bist du mal so fest. Ajo. Dann hinterlass doch mal deine Nummer gerne bei mir. Wieso? Oder ich gebe dir meine und schreib mir am besten. Ja, ich probier's. Ich bin hier in dieser... Bist du der Beste, der hältst du hier. Ich auch nicht, hier die Social-Media-Welt und so. Hör auf! Da bin ich noch nicht so ganz involviert. Ich muss erst mal reinkommen. Ich war lange im Knast, weißt du? Boah, sehr schön, sehr schön. Was hast du? Wegen was? Ach, das war ein Sammelverfahren. Das waren ganz verschiedene Dinge, weißt du? Ja, aber... ich war natürlich, du weißt ja, ich war nicht dran schuld. Also es hat sich einfach... Ich wurde da reingezogen. Ich hab damit eigentlich nichts zu tun. Zur Zeit... Ich bin ein Geschäftsmann. Ja, weißt du? Ja, ja. Zur falschen Zeit am... Du, glaub mir, ich selber war auch schon drin. Ach, du warst drin? Ja, hier. Ich war auf verrückten Swinger-Partys und so. Das war ganz eklige Scheiße. Mit Eierlecken und so. Hör auf. Ach, hör doch mal auf jetzt. Ja, ja. Die Nummer ist... Soll ich sie dir geben oder... Ich hab jetzt meine Nummer, die wollte ich dir geben. Ja, gib her. 271-364. 271-364. Ja, hab ich. Und guck mal,
nochmal so, falls du irgendwelche Sachen, Geschichten hast, die du auf der Straße vollziehen möchtest, irgendwelche Vollstreckungen, ja, und die du als offensichtlicher Beamter nicht durchziehen kannst, da hast du auch immer eine offene Tür hier bei uns, weil das ist eigentlich unser Hauptkerngeschäft, sag ich mal. Okay. Also das heißt, ihr lasst auch ein paar Sachen verschwinden. Wir machen alles für das gewisse Kleingeld. Das nötige Kleingeld kann man dafür alles sorgen. Ja. Und ihr streckt auch vor keinem Rang und vor keiner Person zurück. Ach, achte darum gar keine Sorgen. Sehr schön. Wir haben nur Angst. Wir schrecken nur vor Gott zurück. Sonst sehr schön, sehr schön. Wie sagt ihr da so? Ja, gut, schön. Sehr schön. Sehr schön. Ja, mein Lieber. Ja gut, dann bedanke ich mich für eure Zeit. Schreib mir am besten das Stein Nummer auf. Ah, Verzeihung. Für deine Zeit. Na klar, warte mal. Dann wieder eine Fußroute hier. Und falls wir das tun können, wir bleiben im Kontakt. Wir hören voneinander, Charlie. Jawohl, Mann. So, hier bin ich, Junge. Alles klar, Großer. So. Bundi. Ja, Bandi. Bandi. Ja. Bandi. Wird das mit U geschrieben? Weil ich habe jetzt Bundi gelesen. Bandi wird doch mit A geschrieben, oder nicht? Nee, Bandi wird mit U gesprochen. Bei uns wird das so okay. Das A wie ein U betont. Bundi. B-U-N-D-Ü. Ja, genau, Bandi. Ja. Okay. Bandi. Alles klar. Ja. Eine Sache noch. Natürlich. Siehst du dieses Zeichen hinter mir? Ja, eine Waage. Weißt du, wofür die steht? Lass mich mal grübeln. Na gut, wenn du jetzt zum Beispiel das eine... Ja, nee, komm ich nicht drauf. Kommen Sie nicht drauf? Nee. Guck mal, hör mal zu. Ja. Bring diese Waage nicht im Ungleichgewicht. Ah, weil sonst... Ja. Sonst, Habibi, sonst trifft dich das Gesetz. Okay? Weißt du, was ich da sag? Salamu alaikum, ich bin das Gesetz. Habibi, Lack, wir sind auch das Gesetz, Warak. Dann geben wir uns die Hand und bringen auch nichts aus dem Gleichgewicht. Richtig, Habibi. So. Genauso. Eine Hand wäscht die andere. So. Ja. Genau so, Warak, genau so. Ja. Na gut, Jungs, da will ich nicht eure Zeit irgendwie stehlen oder sonstiges. Jawohl, sondern alles ich bedanke gut. mich für eure Aufmerksamkeit. Charlie, pass danke, ne? Ich und danke dir, mein Bester, ja? Ja, mach's gut, passt auf euren Arsch auf. Eine gute Heimreise. Wir sehen uns schon. Pass auf dich. Mach's gut. Schönen Abend, Bandi. Danke. Komm, Frieda, wir gehen. Ich hab das lange nicht mehr getestet hier. Wie bitte? Hallo. Test. Ja, das geht alles. Ah, geht, perfekt, okay. Ich will mich vor als Bandi soll. Ja. Wo müssen wir hin, Lunger? Ja, komm. Bandi soll wirklich das Gesetz werden der Stadt. Ja, nee, das scheinen ja ganz feine Jungs zu sein, ne? Ja, sind das auch. Hallo. Tür aufmachen, ja, ey. Genau, bin kurz nach. Ey, mach ihn auf, mach mal Kusch auf. Tür auf, I am perfekt. Ich war mein, ich werd warak. Danke, Jungs, danke. Jo, Bandi. Also, Kusch, ne? Ja, wir hören uns. Ohren steif halten. Du auch, mein Lieber. Mach's gut, Freunde. Ciao, mein Bester. Pass dich auf, Mann. Eine Pistole, Taschenlampe, Schlagstoff. Was sind das? Gottes Willen, was sind das? Was denn? Ich rede von dem Hinterteil, was ist denn das? Aber kennen Sie den nicht schon? Naja, auf jeden Fall so nicht. Ist das denn noch gesund? Ja. Ja, ganz sicher. Also, noch kann ich damit gut umgehen, ja? Ja, weil ich momentan eine Ausbildung mache zum Arzt und ich spezialisiere mich auf Ärsche. Wenn du willst, kann ich mal draufschauen. Achso, na, ich glaube, da ist alles in Ordnung. Na gut. Aber falls ich mal eine Untersuchung bräuchte, würde ich Bescheid sagen, ja? Ja gut, brauchst du da die Nummer oder wie willst du denn hinterbleiben?
Ich weiß nicht, ich werde sie doch bestimmt finden, wenn sie beim PD sind, oder nicht? Natürlich, nenn deinen Hof, frag einfach nach dem Gesetz oder der sich mit den Ärschen auskennt, ja? Ja, okay, das ist auch eine richtig coole Tour durchs Gym, also wirklich. Ah, da haben wir doch schon jemanden gehabt, wie war's, sei ehrlich, war geil, ne? Mein erster Tag hier war sehr interessant, ja. Und wer hat dir das Ganze gezeigt? Sie natürlich. Natürlich, mein Engel, deswegen, also, du kannst sie fragen, ich bin ein Guter, ne? Ne, auf jeden Fall, also ich Hast kann gutes Wort einlegen, ne, Katalea für Herr Bundy. Ja, und da haben wir doch, mein Engel, da geht mir dein Herz auf. Der Unterschied ist, er hat dir das Gym gezeigt und er will aber meinen Arsch untersuchen. Ja, und bloß, nee, dann... Ja, also bei der Größe müsste ich, finde ich, das dann untersuchen werden. Danke dir, mein Engel, und zweitens hört sich das mit dem Gym genauso an wie dein Arsch, nämlich richtig sportlich. Hier sehen Sie. Ja. Also ich glaube, dann brauche ich keine Untersuchung mehr. Ja, dann lass uns mal zusammen trainieren und machen einen kleinen Beinposatz. Also trainieren wäre ich dabei, wenn meine Freundin mit dabei ist. Ja, natürlich. Frag sie, wie groß das Gym ist. Da passen wir dreimal rein. Auf jeden Fall. Wunderschön. Perfekt. Schöne Aussicht über die ganze Stadt. Ja, deswegen. Also Perfekt. Wenn ihr mal Lust habt auf so einen kleinen Workout, ne? Dann meldet euch bei mir, ja? Sehr gerne. Sehr gut, Mädels. Dann wünsche ich euch was. Braucht ihr noch irgendwas? Kann ich irgendwo helfen? Drückt irgendwo der Schuh? Nee, alles perfekt. Vielen Dank. Super. Dann macht's gut. Ja, ja, ihr zwei. Bis dann. Schönen Abend. Ciao, ciao. Und passt auf, ne? Weil, oh, wenn ich euch so anschaue, da würde ich euch am liebsten festnehmen. Und ich bin nicht der Erste. Bundy ist so ein geiler fucking Cop, Alter. Ich schwöre, ich werde selber geil, wenn ich Bundy spiele. Fuck, Digga. Bundy, ja, ja? Ja, ich bin, wo bist du? Bundy? Ja, wo bist du? Hallo? Bundy, komm her, wir sind bei einem Familientreffen. Schick den Stand. Ja. Okay. Digga, es ist das 20. Auto, was ich hier gerade raushole. Mein BMW ist auch nicht mehr hier. Digga, wie geil war der Move, wo er gesagt hat, wenn ich Macher bin, dann hole ich jetzt einen Raketenwerfer raus. Das war ernst, 10 von 10, das war so eine Steilvorlage. Steve, danke, danke, danke für die 5 verschenkten Community-Subs, mein Bruder. Sehr, 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 sehr lieb. Ganz viel Liebe geht raus. Danke für den Support. Weiß ich sehr zu schätzen, Bruder. Wo ist denn dieser Dreckseingang von dieser Familienfeier?
hab ich den Standort geschickt. Ja, aber ich finde diese Fickveranstaltung nicht. Ich hab dir den Standort geschickt, da musst du hinkommen und dann in das Ding rein. Mann, oh, ja, ja, okay. Digga, Chat, wollt ihr mich verarschen? Wo denn verfickt nochmal? Hier drinnen? Rechts? Hier rein? Also Kevin, ist ja kein Geheimnis. Hast du den zugeguckt dabei? Nein, hat mir zu. Es ist ja kein Geheimnis, dass Kira, du Arsch. Kurz unterwegs bin, dies, das. Er war ganz kurz in der Ecke, hat gesagt, er muss seinen Gürtel aufmachen, er muss auf Toilette. Paris! Dann habe ich die liebe Dame gesehen, die war auf Knie. Ja, so. das war die Ashanti. Halt mir doch zu. Paris! Da war Ashanti noch gar nicht im Start. Du scheiß Junkie, Junge. Ich habe zwei Bilder. Ich habe zwei Bilder. Ja, du hast... So. Diese Bilder wollte ich eigentlich nicht auspacken, denn wir sind eine Familie. Ich muss mir nur diese Bilder besorgen, weil eine vierte Person die fotografiert hat. Wenn ich diese Bilder widerlege... Hallo! Was machen wir? DJ Bunny, was machst du denn hier? Okay. Wie, was mache ich denn hier? Bunny ist mein Tante. Bunny, das ist ein Familientreffen. Bunny hat meine Tante gefickt. Hä? Oh. Ganz kurz, wie lange ist, was hat Paris hier in der Familie zu tun? Sie gehört zu Langnoffs. Hat die Familie Bundy nicht so ein Treffen oder sowas? Wie bitte? Hat Familie Bundy nicht so Familientreffen? Bist du es, Robby? Robby wer? Langfeld. Nein, Langstein hört sich anders an, Bundy. So, wer ist denn das dann? Das ist einer meiner kleinen Brüder, ich bin der Älteste hier gerade. Ja, soll mich nicht vollquatschen. Hey, nicht in so einem Tunnel in diesem Haus. Ich will Officer Bundy raus haben. Okay, klick. Nein, Mann, der bleibt hier. Das ist heute Ehrengast. Lass ihn hier. Er darf hier stehen. Ja, ganz kurz. Kürzen wir das ab mit Paulina. Paulina ist ein Teil von Bilal. Was für Bastarde. Ein Teil irgendwo von den Langdos, okay? Selber. Hurensohn. Was für Hurensöhne. Ja, Digga. Alle mit der Samt, alle, die da genauso waren, Hurensöhne. Ich schwöre. Einer von denen soll mich nochmal anrufen, wenn ich rangehe, bin ich ein Bastard. Das war OCC 100%. Das war 100%. Das war 100% persönlich gemeint, an jeden. An jeden Einzelnen war das persönlich gemeint. Mach ich ja nicht mal einen. Mach ich nicht mal einen Held raus. Ja, wartet, Bastarde. Wirklich, alle gegenseitige Eierlecker. Und ich hoffe sogar. Chat, ich hoffe sogar, von denen mag mich keiner. Ich hoffe es sogar. Ich hoffe es sogar. Wer ist dafür, dass Bundy geht? Ja. Will mal sitzen. Ich würde mal gern wissen, ob die hier da auch sitzen würde, wenn Sosa da nicht da wäre mit 10.000 Zuschauern. Ja, ne? Nutte. Hier. Grüße vom Bundy. Aslam Benim, natürlich. Was für unhöfliche Bastarde. Wer ist dafür, dass Bundy auch nicht hier sein soll?
Hallo! Ja, kann ich fahren, bitte? Hallo, Mr. Officer. Na? Oh, Mr. Officer mit Bazooka oder was? Ja. Wie geht es Ihnen, Senor? Alles bestens. Alles bestens. Selber? Ja, mir geht's auch gut. Gracias, amigo. Was bist denn du? Bist du ein Latino? Bist du ein Spanier? Bist du ein Grieche? Latino bin ich, amigo. Na, das ist ja schön. Was bist du, Latino? Ja, Mexikaner, amigo. Oh, woher? Aus Tijuana. Oh, schön. Si. Und wo stammen Sie her, Senor? Ja, hör auf. Mein Vater ist Angolaner, meine Mama ist Deutsche und ich bin Pole. Wie geht das denn? Oh, lange Geschichte. Warte mal, ich komme sofort. Ja. Das ist eine krasse Mischung. Ja, ist eine verrückte Mischung. Ja, das sieht man an ihre blonden Haare, deswegen vielleicht Pole. Ja, untenrum bin ich auch Afrikaner. Ja, das ist krass. Ja, es ist eine bunte Mischung, die wirklich ekelhaft ist. Hauptsache untenrum passt es, amigo. Na, selbstverständlich. Das ist das Wichtigste heutzutage. Du weißt ja, wie die Frauen sind. Ja. Mann, was ist denn hier los? Ist hier irgendwie ein Treff oder was ist denn hier? Keine Ahnung, ja, gibt's ein bisschen Party. Kommen Sie mit. Ja, gut, komm ich mit. Zeig gar nichts. Niemand, das sind keine Sires, das ist nichts. Gar nichts, nur Schwänze oder was? Ja, sonst ist nichts. Hey, seid ihr nicht von Kreuzi? Ja. Ja, freut mich, Jungs. Wie geht's dir? Seid ihr gut drauf? Sehr gut, normal. Was steht denn heute an? Macht ihr irgendwie einen Gangbang? Geht ihr in den Swingerclub oder was ist das? Auf jeden Fall, Alter. Kommt drauf an, ob Genjis Mutter heute. Gehen wir? Was ist denn das hier, Jungs? Ist das eine Bar oder was macht ihr? Das ist eine Bar, ja. Das ist eine Bar, Senor. Läuft da was drin oder läuft da nix? Da läuft gar nix. Mann. Versucht das hier aber gerade ein bisschen voller zu machen. Aber Genji gibt Private Dance. Naja, sagen wir mal so, die meisten Damen kommen ja da auch da, wo die meisten Zuschauer sind. Deswegen, vielleicht ruft ihr mal Sosa an. Herr Officer? Sosa ist gar nicht da. Doch, Sosa ist da. Ist er da? Ja. Wir sehen uns, Herr Officer. Ja, macht's gut, mein Engel. Es war nett, mit Ihnen zu sprechen. Sie sind ein guter Kopf. Ja, hör auf, Longer. Danke dir. Schönen Abend, Mensch. Hey, dieser Rolls-Royce, wen gehört denn der? Das gehört James. James hat ein richtig wahnsinnig Auto. Ja, das hat doch ein bisschen viel gekostet. James! Hallo. Hey, was eine Waffe. Dankeschön, schönes Auto, ja? Vielen Dank, mein Schatz, darf ich den mal fahren? Natürlich darfst du ihn fahren. Das ist großzügig. Sollst du offen? Ich glaub, noch nicht. Kein Moment. Du musst einmal einsteigen, genau. Ah! So. Du musst einsteigen, James. Ja, warte, ich kann gerade nicht. Hey. Coole Karre, aber der Schlüssel funktioniert nicht. Was ist denn hier los jetzt? So, endlich. Oh, viel Spaß. Wie hast du das mit der Polierung gemacht? Das hat das Bennys gemacht. Kann ich quasi auch sowas haben, oder was? Oh, du musst da mal nachfragen am besten. Ich glaube aber, das ist ein Einzelstück, weißt du? Ja, unglaublich, dieses Gucci. Ich bin ja ein absoluter Fan von der Kacke, ne? Oh, das glaube ich dir. Was willst du denn für so einen Schlitten haben? Ich habe den gerade selber gekauft. Wie lange hast du den, James? Eine Stunde. Geiles Auto. Dankeschön. Hast du den erst vor kurzem geholt, oder was? Ja, vor einer Stunde habe ich ihn gekauft. Was hast du denn gesagt? Was hast du denn gesagt, was du haben willst? Oh, stark. Seid ihr gegönnt, Brads. Dankeschön. Ja, ich muss schon sagen, ein bisschen Auge lege ich auch, ne? Ja, das soll ich denn erzählen? Ich muss sagen, das ist das krasseste Auto, was ich jetzt in Los Santos gesehen habe. Ich auch. Wenn ich jetzt mit dir zu Bennys fahre, könnten wir, glaubst du, was kriegen wir auch bei meinem Auto hin? Nein, das ist patentiert auf dieses Auto, weißt du? Ja, schon klar, Longer, aber wenn ich jetzt zu denen hinkloppe und sage, ich will irgendwie einen großen Arsch auf mein Auto, ja? Ja. Glaubst du, das können die jetzt machen?
Ich glaube eher nicht. Da musst du, weißt du musst dir ein Auto holen, was so einzigartig ist. Ja, du, ich hab Autos, die einzigartig sind, Longer. Was hast du denn alles? Boah, ich hab vieles. Ja, also, du kannst nachfragen, aber ich glaube, du musst dir so ein Auto holen, wo es schon drauf ist, weißt du? Ja. Kann ich mal ganz kurz hier fahren? Ist das möglich? Natürlich. Fahr einfach. Boah, der ist schon sehr verfickt geil, ne? Boah, der ist schon geil, ey. Ich finde den schon geil. Der ist geil, ey. Auffällig, aber das ist so. Ich hätte auch Bock auf so ein auffälliges Fick-Bandi-Mobil bei der Polizei. Nee. Aber dann würde ich sagen, hey, yo. Wahnsinns-Auto! Wo ist denn der? Hey! Wahnsinns-Schlitten, ey! Das ist gar nicht deiner. Wo ist denn der Kollege? Der Mann. Hört sich nach einer wilden Party an. Mein Bester! Kann man Ihnen helfen, Officer? Ja, wo ist denn der Kollege mit dem Auto? Er ist hier. Ja, hallo, Bandi. Bandi, hier ist Langstein. Ja, Grüße. Ich habe mal eine ehrliche Frage an dich. Jetzt gerade nicht, in einer Minute. Geht's doch. Hey! Wann hat's dir gefallen? Ja, großes Kompliment. Hey, guck mal, der nimmt dein Auto. Hey! Raus da, bitte. Achso, nee, ich hab gedacht, du willst das klauen, weil das geht nicht. Weißt du, ich bin ja gerade noch im Dienst. James, darf ich auch heimer fahren? Achso, wenn sie nicht im Dienst sind, dann darf ich das klauen? Ja, natürlich, ja, dann sehe ich ja gar nichts. Weißt du, was ich meine? Okay. Wenn ich nicht im Dienst bin, mach, was du willst, mein Engel. Aber so, dann muss ich ja wenigstens was sagen, weißt du? Also sind sie Mrs. Good Cop, Bad Cop? Nö, nicht wirklich. Nicht Wie wirklich. Wie heißen sie eigentlich? Ich bin DJ Bundy. DJ Bundy, schöner Name. Ja, es ist ganz angenehm. So, ich muss jemanden zurückrufen. Jawohl. Und Herr Bundy, wie läuft's mit den Flauen? Ja, mal gut, mal schlecht. Ja, haben Sie gerade eine Flau? Mehrere. Oh. Das ja, Sie haben gerade angerufen. Ja, ich wollte die Frage stellen, ob Sie was damit zu tun haben, dass die ganzen Autos explodiert sind vor unserem Grundstück. Wie bitte? Ob sie was damit zu tun haben, dass unsere ganzen Party in die Luft gejagt worden? Um Gottes Willen! Soll man irgendwie jemanden rufen? Verstärkung? Nein. Bin ich gar nichts. Ich glaube, ich schlafe. Die Frage ist auch nur, wer das war. Welcher Brandstifter? Boah, das weiß ich auch nicht, aber ich bin hier gerade in der Tequila-Bar. Ich kann mal rumfragen. Ja. Warten Sie mal einen Moment. Ja, hallo Jungs. Hat ihr jemand gerade Autos in die Luft ge... Nee, ihr auch nicht? Nee, also die sagen alle nein. Ich schiebe, ey, ich hau ab. Das war's, danke. Super, wenn was ist, rufen wir mal durch. Selbstverständlich. Angelogen viel mir. Nein, ich wusste doch dann. Ja, doch. Ja. So. Nehmen wir auch noch mit. Guten Abend, die Herren. Guten Tag. Hey, wie sieht's denn aus? Wie sieht's denn aus mit dir? Ja, ich frag, sind da nur Salamis drin oder wie? Also. Für Sie habe ich... Ja, krieg ja Ohrenschmerzen, verdammt. Einen guten Abend. Da habe ich nichts. Ja gut, ich schau mir das Ganze mal an, ne? Ja, gehen Sie rein, aber... Und weißt du was? Gehen Sie rein. Vielen Dank. Was war denn deine Rechnungsnummer? Hey, bin da wieder, ja. Wieder da, ne? Herr Officer. Hab ich nicht bekommen. Ja. Nein. Ja, mein Bester. Ja.
trinke ich nach der Arbeit, ja? Haben Sie das hier gesehen? Schauen Sie mal, was das Auto kann, Herr Officer. Alter! Alter! Ein paar Monate gespielt. Den jetzt mögen. Brutal! Ist echt brutal. Boah. Ja, das geht so nach oben. Und das. Doch, doch. Wie schnell fährt das Auto? Das ist 218, geil. Also ganz normal. Das ist ein geiles Ding. Ja, ja. Beschleunigt der schnell? Ja, ja, das schon. Alter, geil, Mann. Weg. Da draußen mir könnte ich. Ja, Ruth! Hallöchen, der Wandi, ich grüße Sie. Schönen Abend. Grüß dich, Ruthlanger. Wie geht's? Ich habe ein ganz kurzes Anliegen, eine kurze Frage. Wir machen morgen von Wiesel News, morgen Abend um 22:30 Uhr ein Quiz. Und ich wollte mal ein paar Special Guests einladen. Haben Sie denn Zeit im Wohnkopf oder sind Sie da beschäftigt? Wer kommt denn noch alles? Also ich habe den Herrn Joke Weiß als Special Guest dabei. Ja. Der Herr Thomas Fuchs versucht morgen den Herrn Bitcoin dazu zu überzeugen mitzumachen. Ja. Ich wollte noch den Herrn Carlito Brigande überzeugen und dann noch einen Platz und dann halt Sie. Ja, ich würde mal meinen Kollegen Sosa fragen. Ja, wenn Sie das machen würden, das wäre natürlich super. Da haben wir natürlich da ein paar Charaktere vor Ort. Wie ist eine Quizshow? Sie duellieren sich dann mit neun anderen Bürgern. Ja, 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 ja. Fragen gestellt und dann geht es los um Geld, ne? Ja, 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 nee, Ruth, finde ich gut. Weißt ja, ich bin da einer, der da ist. Ja, klar. Ja, deswegen habe ich Sie angerufen, Herr Bandi. Ja, super, mach mal so, Ruth. Na ja, gut, vielleicht können Sie dann mal mit den Herrn Schoße sprechen und dann, wie gesagt, mir eine kurze SMS schreiben, ob das klar geht oder nicht, weil ich meine, Sie als der Oberste von der Polizei und der Rechtschaffende hier sind natürlich viel beschäftigt. Ja, hör auf, Ruth, du weißt doch, wie es ist. Wurden Golden, ne? Wie sagt man bei euch, Wurden Golden? Ja, so ähnlich sagt man da. Ja, deswegen. Ja, Wurden Golden, ne? Krieg ich hin, krieg ich hin. Nee, dann morgen 22:30 Uhr, ne? Perfekt, ganz genau, richtig. Ja, super. Wie? Also, wo muss ich hin? Das Ganze ist in den Filmstudios bei 7075. Ja. Würde ich Ihnen aber morgen, ich würde Sie morgen nochmal anrufen, dann können wir nochmal alles kurz im Detail. Ja, mach mal so, mach mal genau so gut. Ich erinnere Sie daran, ne? Super. Super. Alles klärchen, dann stecken Sie noch schön einen weg und einen schönen Abend. Ja, yeah, mach's gut, Ruth. Jo, 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 jo. Ja. Hallo. Hola. Hallo. Hallo. Sie wollten Mary sprechen? Wen? Sie wollten Mary sprechen. Mary? Ja. Du, mach mal besser, also nimm's mir jetzt nicht übel. Ich hab schon viel weggesteckt, aber was ist denn jetzt Mary? Alles gut, die Jungs meinten, die haben sich in Spaß erlaubt. Sorry. Oh, ist gut. Nee, ich will auch nicht mit Paris hier, so diese Inzuchtparty. Also, ich sag dir es persönlich, Soße. So, Inzuchtparty, Omi? Ja, was soll ich denn erzählen? Was ist denn das? Wie lange kennen wir uns? Und dann komme ich da an und dann sagen Leute, wer will, dass Bandi geht und nee, drauf geschissen. Ja, das sind die Hurensohn-Brüder, was soll ich denn machen? Ja, hab ich auch klar ausgesprochen, an jeden den Tisch. Ich hab ne Frage. Willst du morgen beim Staatsquiz eingeladen? Staatsquiz? Ja, irgendwie vom Ruth, ist ein Nachrichtensprecher. Ja, gerne. 22:30 Uhr ist das Ganze. 22:30 Uhr? Ja. Ja gut, dann sag ich dem Ruth Bescheid, ne? Weil das ist irgendwie in der Fernsehshow. Ich hab den mal nur kennengelernt, weil ich ein Interview gegeben hab. Ja, ich bin dabei. Na gut, dann machen wir das genau so. Okay, um wie viel Uhr ungefähr? Ja, um 22:30 Uhr spreche ich eine andere Sprache. Hast du gar nicht gesagt, Tommy? Na klar! Okay, ich bin dabei. Na gut, okay. Na gut. Ja, okay, 22:30 Uhr. Ja, genau, bin ich am Start. Ja, okay. Ja, okay.
Ja gut. Okay, Homie. Wo bist denn du jetzt? Mehr PD, wo bist du? Ich bin hier bei so einer Tequila-Paar, aber hier sind richtig viele Schwänze unterwegs. Schick mir mal einen Standort rum. Ja, komm. Ich will jetzt hier nicht den Spielverderber machen, aber könnt ihr runter von den Straßen, bitte? Ja, nein, dabei. Wie fahr ich daher? Er fährt in der, sagt. Komm, Antrag Café, Bandi. Ja, zu Charlie. Schon zu Charlie. Ja, und Carlito ist auch da. Ja, komm. Geh runter. Wo ist denn die Dame, mit die vorhin mir so ein bisschen an mein Ohr rumgespielt hat? Ja, wer ist denn das? Ach Mann, Digga. Wer war denn das, der so ein bisschen... Ich hatte mit der so ein bisschen Fingerspiele am Ohr. Die Dame ist zu alt für dich? Die ist genau passend, Digga. Mann, Digga, ich will nur... Guck mal das an, das ist krank. Ho! Ach, Scheiße, ich bin müde. Jasmin. Ja, Jasmin. Selina habe ich jetzt zweimal gesnitcht. Aber ich bin auch kein Frauentyp. Ich bin ein Löwe, den man nicht einsperren kann. Gerne, lieben gerne, Mr. Johnson. Sehr schön. Wir haben die Nummer schon wir gerade eben getan. Und falls Mr. Johnson was braucht, ruft er an. Oder kommt zum Kaffee. Die Vorbereitung schon treffen für Love Island. Das würde ich Bewerber machen. Weißt du? Leute stehen vor, kommen her, sagen, ey, ich bin ja, perfekt für Love. Ey, kannst du mich kurz reinlassen? Ho! Wir treffen uns gleich, ich melde mich gleich, ja? Ciao! Mach mal hier auf, Kalito. Bitte, seid doch mal leise, bitte. Redet doch alle in eurem... Warte, ich mach auf. Okay, ist schon. Geht. Was wollen wir da machen? Mir egal, Bro. Sag du. Also das wäre ein Ding. Ja. Das wäre eine Idee für Love Island, einfach den Kandidaten. Ja, ja! Für Love Island Kandidaten, genau. Die stellen sich vor, sagen, ey, ich bin perfekt für Love Island, weil dies, das, mein Bodycount und so. Ja, und dann sagen wir, ob die reinkommen oder nicht. Ja, dann lass für Frauen oder für alle? Für viele Männer. Wir haben jetzt, glaube ich, 8 Männer. Wir können vielleicht noch 4 Männer. Ja, wer macht denn jetzt safe mit, Bruder? Die Leute sagen zu und dann sagen die, ja, lass ich mal. Weiß, das ist ja, ich bin da. Plan. Ja. Ich alle bin da. Ich bin da. Da, wo Punani ist, ist auch Bandi. Entweder das oder wir machen irgendwas, irgendein cooles Event. Nein, nee, aber. Ich kein Schwein, ja. Ja, lass, dann lass schon mal ein paar Leute dafür raus. Ey, ganz kurz, Paris, bist du da dabei? Kreuzi. Ja, Bro? Willst du morgen auch bei so einer Quizshow dabei sein? Wann ist das? Ja, gerne. Ich bin schon eingeladen. Ja, bei dir weiß ich, Kalito. Deswegen. Ich würde sagen, am besten in Samstag. Wer verlor und wer macht die? 22:30 Uhr, gut. Kleine App, Weasel News, ja geil, ich bin safe dabei, ja? Ja, warte, ich geh euch kurz. Paris, bist du dabei? Ja, hallo, ich bin dabei. Ruth, mein Schatz, ich bin's, Woden Golden. Ja. Ich hab 2 Kandidaten, den Sosa. Ja, Sosa ist auch schon da. Er ist schon dabei. Und hier, Kevin Kreuz. Kevin. Auf. Kevin Kreuz. Ja, genau. Kevin Großkreuz von Borussia Dortmund. Ja, Kevin Großkreuz von Dortmund. Ja, super. Holzberg. Super Kerl, jawohl. Großkreuz. Also nicht so ein Sohn vom Fußballer gemacht. Ja, der kann auch so ein paar WM-Fragen machen und so, das passt alles. Ja, super, dann ist er doch richtig gut. Ja. Vertreterfragen auch sowas. Genau, super. Dass du Bescheid weißt, ne? Ne, alles gut, okay, das trage ich schon ein, perfekt. Super, Ruth. Dann auf Wiederhören, ne?
Ja, bis morgen. Ciao, ciao. Wiedersehen. Kreuzi, du bist morgen Großkreuz, dass du Bescheid weißt. Ja. Großkreuz. Ja, dann lass soll ich mir Fußballtrikot noch anziehen? Ja, ja, von Dortmund am besten. Ja, okay, mach ich. Ja, dann lass zum Bierbaum gehen und da announce machen, dass die Leute kommen und sich vorstellen. Also entweder machen das jetzt, Kalito. Die Fahrzeuge einmal einpacken, sonst müssen wir sie abschleppen. Oder wir machen Autorennen. Hallo? Autorennen? Hallo? Mhm. Hallo? Hört ihr mich? Ja, Bandi, alles gut. Ja, gut. Also entweder wir machen jetzt so Autorennen oder wir stellen jetzt schon mal die Leute für Love Island vor. Wann soll denn Love Island überhaupt losgehen, Bro? Wir haben gesagt, eigentlich von Mittwoch bis Freitag, keiner war da. Ja, ich weiß, ich war der Einzige, der da war. Sosa hatte gestern, konnte erst 22 Uhr kommen. Ja, ich weiß, hat er mir auch gesagt. Der Rest auch. Bist du auch Kandidat, Bandi? Alle Fahrzeuge werden nun abgeschleppt. Wer ist das? Nicht gut. Ja, dann lass das mit den Kandidaten zu Love Island machen. Okay, also ich finde Chat, keine Hände gewaschen. Davi ist in den Chat. Die Leute kennen, Bandi, kommst du mit? Davi ist in den Chat. Nicht die Hände gewaschen. Einfach. Es hat Probleme, glaube ich. Wo ist Sosa? Ja, der Hund gleich zu uns. Dankeschön. Einparken bitte. Oder. Ja, jetzt habe ich auch. Ja. Steig ein, Bro. Perfekt. Gehen wir Bierbaum, ne? Ja, ja. Bist du wieder gerade erst aufgestanden? Nein, nein. Hast du wieder ein bisschen gefickt? Was hab ich? Hast du wieder ein bisschen gefickt? Ja, ja. Boah, ich hab so viel Schlaf, danke. Kalito, mein Schatz! Ja, bitte. Wie sieht's aus mit dem Porsche? Der Porsche? Ja! Nein! Porsche? Hast du ihn noch nicht bekommen? Nee! Ja, war das nicht schön. Übrigens, Kalito, mein Schatz! Ja. Ich und die Kanonen sind jetzt gut. Wir haben Krieg gemacht. Ja? Ja, ich habe mit dem Chef gesprochen, mit Kusch. Ja, ein guter Mann. Ja, Kusch auf jeden Fall wieder. Guter Mann, das sind Männer, mit denen ich gerne arbeite. Ja, ja, sehr sympathisch. Sehr guter. Wie färben wir den Porsche? Rosa? Ja, hol noch Sosa dazu. Ja. Kandidaten. Hat der telefoniert gerade?